Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Özyschik, wo ist er denn? Sie fragten, worüber wir hier eigentlich sprechen, Herr Özyschik. Na, darüber, dass gesundes Essen Teil unseres Bildungsangebotes sein muss. Darüber, was Kinder und Jugendliche und auch Sportlerinnen brauchen und nicht, was wir für sie übrig haben. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich einen ähnlichen Satz vor den Sommerferien hier zum gleichen Thema schon mal gesprochen habe, der von den Linken aufgrund der Gefährdung der Mittagessenversorgung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gestellte Antrag, zum Beginn des Schuljahres in allen Grund- und Sonderschulen im Ganztagsbetrieb ein gesundes Mittagessen bereitzustellen, wurde von der Koalition wohlwollend in den Bildungsausschuss im Herbst geschoben, weil wir über das, wie wir das Schulessen besser machen, dort reden müssten. Bevor wir nun Beschlüsse fassen, sollten wir uns in die Debatte mit denen begeben, die wissen, was ein gut, gesundes Essen braucht. Mit denen, die das Essen herstellen. Mit denen, die die Bedingungen kennen, unter denen das an den Schulen eingenommen wird. Und natürlich mit denen, die es gerne essen und davon satt werden sollen. Da muss es darum gehen, das Essen altersgerecht zu machen und leistungsgerecht, ob für Erstklässler oder für Spitzensportler. Es muss um Qualitätskontrolle durch Senat und Eltern und durchaus auch um die Bildung einer Fachgruppe gehen, um die Gestaltung der Essensräume und um die Integration des Essens in ein pädagogisches Gesamtkonzept. Da muss auch geprüft werden, wie das EU-Schulobstprogramm einbezogen werden kann. Denn nur 58% aller Grundschülerinnen nehmen überhaupt am Mittagessen teil. Die anderen könnten dann wenigstens einen Apfel aus Brandenburg kriegen. Und es muss auch geprüft werden, welche Mittel durch gesundes Schulessen bei der Behandlung von Mager- oder Fettsucht eingespart werden könnte. Eine gute Gelegenheit wird es dazu sicherlich an dem schon genannten 24. September bei der Beratung der Vernetzungsstelle Schulverpflegung geben. Und dann steht ja noch eine durch den Senat in Auftrag gegebene, heute schon benannte Studie zur Beurteilung der Kosten- und Preisstruktur an. Da sind wir mal gespannt, wann die kommt. Wir müssen natürlich auch über die 3,50 Euro diskutieren, Kollege Delius. Aber eins ist mal sicher, wenn die Steigerungen beim Mindestlohn, Mehrwertsteuer, Energie, Lebensmittel und Transportkosten nur noch 50 bis 60 Cent pro Portion nach der jetzigen Kostenkalkulation übrig lassen, kann niemand ein abwechslungsreiches und vollwertiges, gesundes und schmackhaftes Essen herstellen. Und wenn es zu der notwendigen Steigerung des Ausschreibungspreises kommt, dann muss das Land die Mehrkosten schultern und eben nicht die Eltern oder die Bezirke. Oder wollen Sie, Frau Bentele, dann die Hartz-IV-Sätze steigern? Und wenn wir die Debatte zum Schulessen führen, dann sollten wir uns über Zielsetzungen für die Gegenwart und die Zukunft verständigen und vielleicht auch mal über die Landesgrenzen nach Dänemark oder Schweden schauen. Was dort seit 60 Jahren schon geht, muss doch wohl auch bei uns machbar sein. Die Linke fordert einen Stufenplan, der als Ziel ein kostenloses und gesundes Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler hat. Machen wir das zum Bildungsangebot in Berlin. Bitte. Herr Nolte, bitte. Frau Kittler, wir sind ja erst am Beginn der Diskussion. Aber wenn Sie sagen, Mehrkosten müssen auf jeden Fall vom Land getragen werden, dann will ich Sie doch mal fragen. Wir nehmen im Moment 23 Euro Elternbeteiligung im Monat. Bei 20 Essen sind das 1,15 Euro Elternbeteiligung am Tag. Wenn die Eltern bei Aldi oder Kaufland ein Tellermenü kaufen würden, müssten sie 1,80 Euro zahlen. Das sind 36 Euro im Monat. Glauben Sie, dass das zumutbar ist? Man muss es ja jetzt noch nicht beantworten, aber dass man mal darüber nachdenkt, ob man vielleicht die Zumutbarkeitsgrenze, was Eltern für das tägliche Mittagessen zahlen, dass man dann noch mal darüber nachdenkt? Also wenn Sie meinen, dass bei Aldi ein Tellergericht eine vollwertige Mahlzeit ist, dann müssen wir uns ja auch nicht mehr weiter unterhalten. So, zum Abschluss mal noch. Also ich bin ja manchmal auf derselben Seite im Netz unterwegs wie Herr Oberg, der sich ja hier auch schon mehrfach heute geäußert hat.
Als die SPD das Schulessen in einer Kreuzberger Schule verkostete, entspann sich dort ein interessanter Erfahrungsaustausch. Herr Obert berichtete, dass das Essen durch die Schüler zwischen gut bis nicht besonders eingeschätzt wurde und immerhin fände es keiner ungenießbar. Ein Vater reagierte daraufhin wie folgt. Ich vergleiche das Essen in der Schule mit Asterix als Legionär. Dort probierte man auch das Essen der römischen Armee. Für alle ekelerregend, außer dem Briten. Der fand es dufte. Ich glaube, die Briten, das sind hierbei die Sozialdemokraten. Zitat Ende. Eine Mutter meinte, und ja, unsere Essenskommission hat auch die erste Stichprobe hier in Friedrichshain an unserer Grundschule gemacht. Und für diesen Tag sah es auf jeden Fall nicht so lecker aus. Ich war eben im Neubau Essen testen. Es war besorgniserregend, die Kartoffeln ungenießbar, die Möhren undefinierbar gelb und nicht verzehrbar. Die Fischsoße hat gestunken. Es gibt durchaus auch andere Erfahrungen. An der Grundschule meiner Kinder, sagt eine andere Mutter, ja, gibt es einen Koch mit einer Halbtagsstelle, dem es gelingt, die Schulgemeinschaft für 1 Euro pro Nase täglich mit regionalem vegetarischen Bioessen zu versorgen. Kinder und Erwachsene lieben das Essen. Damit dieser letzte Satz zukünftig die Meinung über das Berliner Schulessen wiedergibt, dafür lohnt es sich auch in den nächsten Wochen ernsthaft zu streiten.